Hallo ihr Lieben, heute wieder ein Video zum Thema Ausbildungsskala. Diesmal der Schwung. Wir hatten ja gelernt, die Ausbildungsskala des Pferdes gliedert sich in 6 Punkte und wir sind jetzt nun bei Punkt 4 angekommen. Punkt 1, 2, 3 war Taktlosgelassenheit, Anlehnung. Hat das Pferd dieses erlernt, geht's weiter mit Schwung, gerade Richtung und Versammlung. Aber was ist denn eigentlich Schwung? Schwung ist der energische Impuls aus der Hinterhand auf die Gesamtvorwärtsbewegung des Pferdes. Sozusagen ist das der Impuls des Pferderückens nach oben und nach vorne gleichzeitig. Schwung gibt es nur im Trab und im Galopp. Hier in dem Video werde ich mich primär auf den Trab beziehen. Schauen mal hin, hier können wir erkennen, wir haben einen Moment der freien Schwebe. Das ist der Moment, den wir jetzt so ein bisschen erhöhen wollen und mit etwas mehr Energie versehen wollen im Rahmen des Schwungs. Im Galopp genau das Gleiche. Schwung gibt es sozusagen wirklich nur in Trab und Galopp. Der Schritt ist schwunglos, da er keinen Moment der freien Schwebe hat. Klassische Frage aus den Reitabzeichen, wenn euch die Richter so ein bisschen reinlegen wollen. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Hier haben wir ein Pferd im Schulter herein, das heißt, wir sind schon ein bisschen in einer höheren Klasse. Hier kann man deutlich den Zweitakt von hinten erkennen und man kann auch den Impuls aus der Hinterhand als auch über den Rücken deutlich wahrnehmen. Schauen wir uns das Ganze mal im Seitenbild an, hier in der doppelten Schlangenlinie auf dem Turnier. Das Pferd geht schwungvoll an die Hand des Reiters heran. Das heißt, die Schwebephase wird verlängert. So haben wir die größte Schwungentfaltung, zum Beispiel in einer Passage, wo die Schwebephase relativ lang geraten ist. Aber wichtig dabei ist trotzdem, dass das Pferd den Takt beibehält. Denn gerade in den Verstärkungen, wo wir die größte Schwungentfaltung haben, nämlich im Mitteltrab und im starken Trab, als auch im starken Galopp und im Mittelgalopp, neigen die Pferde schon mal dazu, so ein bisschen Fußsalat zu bekommen. Und das zeigt sich dann durch eine arrhythmische Bewegung. Hier gucken wir uns das Ganze mal im Mitteltrab an. Da kann man erkennen, wie energisch das Pferd hinten abfußt. Lasst euch nicht dadurch beeindrucken, wenn die vorne die Lampen austreten. Das ist immer falsch gemeinter Ehrgeiz. Hier das Ganze nochmal im starken Trab. Natürlich kommt das Pferd vermehrt aus der Schulter, weil es ja mit den Vorderbeinen Platz für die Hinterhand machen muss. Ja, also wirklich dran denken, es gilt nicht, die Aktion der Vorderbeine zu beurteilen, sondern schaut auf den Rücken des Pferdes und schaut auf das energische Abfußen. Die Pferde müssen unter den Schwerpunkt greifen. Hier bei der Stute sehr deutlich zu erkennen, auf der Diagonalen, das Pferd drückt sich sehr energisch mit der Hinterhand ab, um in die Gesamtvorwärtsbewegung zu kommen. Im Galopp ist es so ähnlich, aber da gibt es ja bei YouTube genügend andere Videos, wo man sich einen starken Galopp sehr gut anschauen kann. Ich möchte euch ja hier das mehr oder weniger nur erklären. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Könnt den Kanal auch abonnieren. Weitere Infos wie immer zu all meinen Videos unter www.hufschlag-blog.de. Schaut euch auch gerne meine weiteren Videos an. Ich würde mich auch freuen, wenn wir uns bald hier wiedersehen.